Hallöchen, Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Terraria. Und ja, in der letzten Folge hatten wir ja hier so einen schönen Wintergarten gebaut mit diesem Glasdach und da, wo gerade ein Slimchen drauf rumhüpft. Ah, komm mal her. Na, kann man nicht durchs Fenster kaputt schlagen, aber komisch, man kann durchs Fenster Blöcke abbauen, die dahinter sind. Aber naja. Ja, ich nehme jetzt wieder mit Shadowplay auf, weil ich gesehen habe, Shadowplay hat irgendwie eine bessere Qualität wie Bandicam. Ja, also in der YouTube-Version, weil YouTube macht ja wieder die Videos ein bisschen anders vom Ton und von der Qualität her. Und ich habe einfach gesehen, Bandicam, da ist ein bisschen anders wie bei Shadowplay. Deswegen habe ich mir so gedacht, okay, Shadowplay benutze ich jetzt so für Dings. Und wenn ich Minecraft aufnehme, benutze ich einfach Bandicam, weil Minecraft ja eh eine komische Grafik hat. Ja, aber da die meisten gesagt haben, dass Terraria irgendwie manchmal so ein komisches Flimmern hatte. Ja, das lag an Bandicam irgendwie. Ja, nicht jedes Programm ist eben perfekt, ich weiß. Aber natürlich die, wo Bandicam jetzt mögen und sagen, was willst du denn? Ja, Bandicam ist ein geiles Programm. Ich meine, nur, vielleicht habe ich auch was falsch eingestellt, kann ja auch sein. Aber ich meine, ich darf ja benutzen, was ich möchte. Da kann niemand was sagen. Weil ich meine, jeder darf was machen, was er möchte. Und ich benutze jetzt einfach wieder Shadowplay. Weil ich habe ja zwei verschiedene Programme, wo ich zwei verschiedene Qualitäten habe, so gesagt. Ja. Gut, und ich finde Shadowplay eh besser, weil das hat kleinere Dateien. Das heißt, die Qualität ist umso besser. Und der Upload ist viel zu schneller. Ist umso schneller. Also das heißt, wenn ihr neue Videos, also wenn ihr mehr Videos haben wollt, dann machen wir mit Shadowplay ab jetzt. Vielleicht drei am Tag. Aber obwohl, drei am Tag ist ein bisschen assi, weil ich meine, dann hat ja, ihr müsst ja auch erstmal das Video gucken. Die Videos müssen auch erstmal Klicks haben und wenn man dann drei Stück am Tag macht, dann sind die ganzen Videos noch ohne Klicks, weil dann muss man erstmal zurechtfinden, was gucke ich jetzt als erstes und dann, ja, das wird dann irgendwie unübersichtlich. Deswegen zwei am Tag, das reicht schon, oder eins. Und ich habe ja auch gesagt, dass ich, wenn ich für die Schule was machen muss, dass ich dann so gesagt, ich kein Video machen würde. Also ich produziere jetzt wieder vor für morgen. Das heißt, das andere Mafia-Video kommt dann wieder morgen. Und ja, deswegen, wenn ich was für die Schule machen muss, jetzt zum Beispiel wie gestern, deswegen kam gestern nur ein Video, sag ich natürlich vorher Bescheid in einem Let's Play, dass nur ein Video kommt. Und ich habe auch schon ein geiles Spiel, wo demnächst rauskommt. Es ist nicht Mafia, es ist ein anderes Spiel, das sage ich aber noch nicht. Das wird auch Let's Played. Geht, glaube ich, 20 Folgen wird es gehen. Das ist so ein Mittelalter-Spiel, das ist richtig geil. Und nein, es ist nicht Gothic. Obwohl, Gothic könnte ich auch mal machen. Das gäbe dann 200 Folgen, aber ich meine, Hashtag YOLO. Werden wir nächstes Jahr damit fertig. 2017. Ja, schöne Zukunftspläne. Und ich hatte ja versprochen, dass ich heute mal in die Höhle da unten gehe, wo, ja, wo die lieben Zombies sich rumtreiben. Ach. So. Und was cool ist, ich mache jetzt, also ich habe ja jetzt für die Schule was gemacht. Ich mache nämlich einen Vortrag über YouTube. Das wird auch lustig. Ja. Interessiert bestimmt manche. Und ich habe mir wirklich viel Zeit damit genommen, deswegen kam auch kein Video. Ich meine, ja, ich meine, ich habe jetzt schon wegen YouTube mein Zeugnis verblembert, deswegen, ich möchte ja BF2 packen. Packe ich auch noch. Ja genau, Battlefield 2. Und ich würde sagen, hier gehen wir jetzt auf Dings, auf Erzjagd. Gehen wir jetzt hier. Immer eine schöne Fackel hinsetzen. Hier sehen wir auch schon Stein. Stein brauche ich auch für unser Dach demnächst. Oder brauchen wir dafür Holz? Schreibt es in die Kommentare aus, was wir unser Dach machen sollen. In meiner Laptop-Version habe ich mein Dach aus Dreck gebaut. Auch lustig, ein Haus aus Dreck zu bauen. Können wir ja auch mal machen. Ja, so, ich meine, oh, was ist das? Ist das Rubin? Das Blaue? Nee, das ist Dreck. Okay, das ist Gras. Komisch, Gras wächst unter der Erde, ja. Gras wächst normal auf der Erde, aber naja, das ist typisch Spiele-Engine mal wieder. Ja. Was passiert eigentlich, wenn ich das hier wegmache? Guckt mal hier. Okay. Geht also nicht. Man kann also nur von oben bis nach unten. Das heißt, wir müssten jetzt hier ganz hoch graben. Und wenn ich die Fackel halte, kann ich auch hier schön leuchten. Ja. Und ich habe auch einen Kommentar gekriegt, dass ich mal in den Einstellungen gucken soll. Unter Video. Ah ne, das geht jetzt nur im Dings, oder? Ah ne, doch, Beleuchtung, Farbe. Man kann jetzt hier weiß machen. Dann Retro. Also das sieht richtig geil aus. Guckt mal. Hat einer geschrieben, dass ich es mal ein bisschen ausprobieren soll. Wo war es jetzt nochmal? Video. Flipping sieht auch geil aus. Oder Farbe ganz normal, aber ich finde normal am besten. Ja, sorry User.
lieber User, Kommentarschreiber. Ich lass Original drin, weil Original ist immer noch das Beste, das wissen wir alle. Und ja. Gut, 5 Minuten verblembert mit Reden mal wieder. Okay. Terraria ist eh meistens nur quatschen und rumbauen hier, ja. Aber ich glaube, hier finden wir nichts, oder? Da müssen wir schon in eine Höhle gehen. Ich guck mal kurz auf der Map. Höhle, Höhle, Höhle. Ja, toll, ist keine Höhle, das ist... Doch, da hinten ist eine. Guck mal, hier ist eine Höhle. Ja, toll. Ich glaube, bis wir das Ziel erreicht haben, weil mein Ziel ist ja, in die Höhle, in die Nether zu kommen. Das dauert noch ein bisschen, wie es aussieht. Wenn wir bis da überhaupt noch Terraria spielen, weil zwischendrin muss ich es leider wieder abbrechen, Terraria, weil ja da wieder neue Spiele rauskommen. Wollen wir ja alles zocken dann. Mafia 3, das neue Spiel, das jetzt die nächsten paar Wochen rauskommt, das wird auch geil. Und es ist immer noch Nacht. Deswegen, sorry, wenn jetzt mal sollt, irgendwann so ein paar Wochen mal, jetzt so 2 Wochen mal kein Terraria kommen. An alle Terraria-Fans schon mal vorausgesagt, dass Terraria demnächst mal nochmal kurz eingestellt wird für 1-2 Wochen. Ist ja nicht schlimm. Und ich habe mir auch so überlegt, Leute, vielleicht kommt demnächst mal wieder Minecraft. Bestimmt geil. Mit Bandicam habe ich noch nie Minecraft aufgenommen. In der Vollversion. Ich habe damals nur die kostenlose Version benutzt. Da war immer so ein scheiß Wasserzeichen drin. Aber die Vollversion habe ich noch nie Minecraft damit aufgenommen. Wird bestimmt geil. Mal wieder Minecraft, das Giant Hill Survival dazu machen. Aber wir sind ja immer noch in Terraria und nicht in Minecraft. Wir sind in Minecraft 2D, so gesagt. Ja. Okay, also eine kleine Umfrage jetzt noch. Wie sollen wir hier das Dach machen? Sollen wir es aus Dreck machen, wie in meiner Laptop-Version? Oder sollen wir es aus Stein oder aus Holz machen? Schreibt's in die Kommentare. Eine kleine Umfrage. Ihr könnt da schön diskutieren oder bei Diskussionen diskutieren. Da habe ich auch schon ein paar Dings gekriegt bei Diskussionen. So ein paar Nachrichten so, ja, habe ich abonniert, so, ja... Zurück abonnieren und so, oder finde deine Videos toll und so. Ja, vielen Dank natürlich für diese schönen Bewertungen. Mich motiviert es, wenn man, zum Beispiel, wenn man Video ein Like gibt oder wenn man mich abonniert. Das motiviert mich, neue Videos zu machen. Und ja, also die meisten YouTuber motiviert es, wenn man ein Video geliked bekommt oder wenn man abonniert wird. Ist bei mir genauso, bei fast jedem YouTuber. Der freut sich immer, wenn man eine schöne Bewertung kriegt. Und... Das heißt auch, wenn man eine Bewertung kriegt, eine gute, das heißt, es klappt auch dann. Das heißt, die Leute finden dieses Projekt dann schön, wie zum Beispiel Terraria. Kamen viele Kommentare so, ja, ich habe mir es gekauft, Terraria ist das geilste Spiel ever und so. Ja, es motiviert mich einfach und gut, es ist immer noch Nacht, ja, und hier ist es immer noch Tag in der Map, es ist LOL, LOL XD. Da unten ist aber, guck mal, da ist eine Höhle hier. Die geht, es ist ein bisschen so schwer zu erkennen hier, aber sie dürfte tief reingehen, die Höhle. Wenn es endlich mal Tag werden würde. Oder sollen wir es wagen? Na komm, wir wagen es einfach. Sehr schwer wäre das jetzt, was ich jetzt hier mache. Weil ich brauche wirklich mal eine neue Spitzhacke und so. Hau ab, Auge. Hau ab. Ach, guck mal da, die Zombies. Die machen wir auch noch schnell weg. Oh shit, Auge. Auge. Eieieiei. Komm mal her. So, jetzt hört man bestimmt die Tastengeräusche. Ich versuche es natürlich so gut, wie es geht, zu unterdrücken mit meinem Dings, mit meinem Audacity. So, und hier geht's, oh, hier ist ja schon die Höhle. Ja, toll. Ist es die? Ja, das ist die. Hier waren wir aber schon drin. Kann man das eigentlich jetzt hier abbauen? Mal kurz gucken. Ja, man guckt auch nichts raus. Ja, man bekommt nichts raus. Waren wir hier nicht schon mal drin? Das war so eine kleine Kacki-Höhle in Folge, was weiß ich. Oh, Leute, die sieht aus, als würde es hier nicht weitergehen, aber man kann ja gucken. Ja. Nee, sieht nicht so aus. Ich glaube, da unten ist Schluss. Oder? Ja, hier ist schon mal Schluss und hier oben... Oh, guckt mal, hier geht's sogar weiter. Hier sind 2 Überraschungen. Oh, 47 Kobber haben wir jetzt gekriegt. Ach du Kacke. Ich glaube, wir müssen neue Fackeln machen.
Jetzt haben wir keine Schleimbälle mehr wegen den Fackeln. Aber naja, okay. Die Höhle ist schon groß, muss ich wirklich sagen. Größer, als ich mir vorgestellt habe. Oh, Höhle. Toll. Ja, das war's mit der Höhle. Also es war schon etwas größer, wie es auf der Map jetzt ist. Es ist jetzt so eine komische, verzweigte Höhle, die aussieht wie ein Hase, wenn man so mal richtig guckt. So hier die Füße, hier vorne die Pfote, hier der Kopf so. Sieht aus... Also die Hasenhöhle ist es jetzt hier. Ja. Ich nenne es einfach jetzt die Hasenhöhle. Ist auch irgendwie ein guter Titel für das Video. Hasenhöhle. Ey, die mobben mir schon wieder, die scheiß Zombies. Hört auf. Ja, aber aus der Hasengrube... Höhle bzw. Hasen... Oh Gott. Hasengrube gehen wir jetzt wieder raus, weil man hier nicht... Weil hier nur Hasen reinpassen. Ja. So. So. Genau, und dann geht's jetzt wieder hoch. Und dann ist auch schon wieder bald die Folge rum. Schade. Haben wir eben mal die kleine Hasenhöhle hier erkundet. Ja. Und es wird auch Tag. Das ist auch sehr gut. Aber wir müssen noch gucken nach weiteren Höhlen hier. Da ist noch eine, die geht aber nicht weit rein. Hier unten ist eine Höhle, aber da waren wir schon drin, dass dieser Wasserfall. Da ist nicht viel. Hier geht eine Höhle runter. Na, müssen wir dann in der nächsten Folge mal gucken. Hier kommen wieder kleine Schleims, dann kriegen wir wieder ein paar Kopper. Komm her. Ja, drei Kopper haben wir jetzt gekriegt. Hier ist ein kleines Häschen, der geht jetzt in die Hasengrube da hinten rein. Die Hasenhöhle, ja. Haben wir eigentlich einen Grabstein? Oh, wir haben einen Grabstein. Können wir jetzt Hasenhöhle dran schreiben? Komm, Hashtag YOLO mal wieder. Es gibt so viele Hashtag YOLOs in meinen Videos. Klapp. So. Bearbeiten, die Hasenhöhle. So, dann kann man hier jetzt gucken, die Hasenhöhle, ja. Gut, Häschen, dann gehen wir da klein rein. Du kleiner Wuschel hier, geh mal da rein. Und ja, dann gehen wir jetzt schnell ins Haus zurück. Hopp, 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 hopp. Und in der nächsten Folge müssen wir auch mal wirklich mal danach links gucken. Und wir haben noch mehr Kopper gekriegt. 64 Silberkopper haben wir jetzt noch gekriegt. Sehr schön, sehr schön. Und hier im Gewächshaus, da wächst auch schon sehr schön das Unkraut, das sehr unnötig ist. Aber wir werden auch demnächst mal Blumen pflanzen. Gucken, ob wir was haben. Pilze, Tagesblume. Hey, guck mal da. Okay, mit der kann man wohl nichts machen. Anscheinend braucht man einen Blumentopf oder irgendwas. Aber das können wir ja leider noch nicht craften. Muss im Internet gucken, wie man das alles macht. Und ja, ich würde sagen, wir machen noch schnell uns hier unten so einen kleinen Crafting-Raum rein. Wo ist es denn? Wo ist es hier? So. Hab gerade die Wand kaputt gemacht. So, dass man ein bisschen weiter immer so ein bisschen entfernt ist. Und was kann man denn demnächst auch einschmelzen? Man kann eine Glasflasche machen, für sich Wasser zu holen, für etwas zu trinken, für Leben aufzufüllen, glaube ich. Und ein Campfire. Komm, wir machen uns einfach mal ein Campfire. Gucken, was es ist. Ich will einfach nur sehen, wie es aussieht. Kann man vielleicht ein bisschen im Garten jetzt hier grillen. Aber es sieht... Ja, scheiße, ob das mit der Hitze... Dings hier so ist, dass es auch hier anfängt zu brennen, das Holz. Bin mir sehr unsicher, aber wir machen einfach hier ins Dings ein kleines Feuer rein. Jetzt haben wir hier ein kleines Campfire, wo... Ah, man kann es an- und ausmachen, wo man etwas braten kann jetzt bestimmt, für mehr Leben zu kriegen. Und ja, natürlich wie immer an dieser Stelle, diese Folge ist jetzt wieder rum. Ja, wir sind wieder am Zeitlimit gleich. Und jo, natürlich, wenn euch diese Folge Terraria wieder gefallen hat, dann lasst mich natürlich mit einem Like wissen. Natürlich, wenn ihr mich abonniert, verpasst ihr kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. Und jo, wie immer, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer SaschLP. Und ich gehe mich jetzt ein bisschen aufwärmen hier hoch. Jo, ciao.